eine kleine Lektion im Online-Lehrgang Mountainbike Coach Next Level Fahrtechnik ist natürlich, es gibt auch Trainings, gerade im Privatkursbereich, wo es sehr viel um Linienwahl geht. Wo du sagst, okay, da gibt es einen Teilnehmer, der hat entweder schon ein super Fundament an Fahrtechnik oder wir haben das in den letzten Monaten, Jahren gut ausgebildet. Da kommen die guten Trail-Bunny-Hops, da ist schon so viel. Und der hat sich weiter gesteigert, hat sich angemeldet für das nächste Rennen bei der Enduro One, will jetzt schneller, flüssiger fahren. Stell dir dann authentisch die Frage als Trainer, bist du der richtige Trainer dafür, ihn weiterzubringen? Die Linienwahl kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Es gibt viele, die wollen dann, ich will noch schneller, noch flüssiger. Mehr Exit Speed aus der Kurve, mehr Racing-mäßige Linienwahl. Vielleicht kannst du ihn auch delegieren zu einem Kollegen, der das mehr macht. In der Bikeschule, bei der du bist, oder vielleicht sogar extern, dann sei bitte ehrlich, weil du kannst nicht gut was vermitteln, was du selber nicht richtig gut beherrschst. Wir sind ja keine Fußballtrainer, ältere Männer, die dann die jungen Fußballer trainieren, wo es um ganz viele andere Dinge geht, sondern wir sollten schon das vermitteln, was wir machen. Und bei der Linienwahl kann ich auch noch mit Pre-Hops, flüssige Fahrlinie, sichere Fahrlinie was machen. Racing-Leute würde ich auch schon weiterleiten. Die fahren schneller als ich. Da gibt es Trainer, die können mit denen die Linienwahl gut trainieren. Wenn du dir diese Frage stellst und sagst, okay, das passt, Wünsche des Teilnehmers, das, was ich machen kann, ja, dann bist du mit dem Teilnehmer im Trail. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Du kannst den Trail erstmal langsam fahren, du kannst ihn erstmal zu Fuß gehen, du kannst einzelne Lektionen machen und du kannst verschiedene Linien zeigen. Und auch den Teilnehmer fragen, welche Linie siehst du denn da? Welche Vorteile siehst du in der Linie, welche in der? Und dann hast du Videoanalyse, Fotoanalyse, in der Nachbereitung, im Kurs schon. Also da kannst du viel machen. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel auf einem ganz normalen Trail, noch keine Downhill-Strecke, im Trailpark Winterberg. Und hier kann man natürlich, wenn man je nach Level, kann man mit einem kleinen Trailhop auch eine flüssigere Linie wählen, als wenn man über die Wurzeln pumpelt oder eine kleine Kurve dran vorbei macht. Oft geht es auch schon darum, okay, welche Technik hast du jetzt durch die Passage gemacht? Aber es geht darum, wo, in welcher Position bist du denn jetzt schon für die nächste Passage? Also hast du jetzt eine gute Linie, um die nächste gute Linie zu treffen, oder müsstest du noch eine kleine Kurve fahren, um das zu korrigieren, um die bessere Linie zu fahren? Also musst du vorausschauen. Da hinten kommt ein kleiner Drop ins Flat und dann kommt eine Anlegerkurve. Jemand kommt hier mit Speed an, macht vielleicht einen Pre-Hop über die Wurzeln oder einen kleinen Transfer, nutzt so ein bisschen die Böschung so als kleine Landung. Da gibt es so viel, was man machen kann. Ich mache jetzt mal eine Sache vor als Beispiel und dann, ja, wirst du natürlich selber durch dein Fahrkönnen, deine Erfahrung wissen, wie man Linienwahl optimal einsetzen kann. Linienwahl mit kleinem Hop. Ist natürlich jetzt hier für den Videodreh ein bisschen eine Simulation, hast du schon gemerkt, gerade beim Zuschauen. Man könnte ja einfach hier geradeaus an allen vorbeifahren. Oft ist aber dann kein Weg vorbei. Oder vielleicht es gibt einen Weg, der dich aber eine ungünstige Linie für die nächste Passage bringt. Also habe ich mal gemacht, einen kleinen Hop, um das mal zu zeigen. Da muss aber das Fahrkönnen beim Teilnehmer schon da sein. Ja, und dann wirst du merken, also Linienwahltraining, je nachdem, es gibt auch das Linienwahltraining möglichst geschmeidig oder das Ortskenntnis Linienwahl. Du bist totaler Local, du kennst jede Wurzel, jeden Stein, kannst dann wirklich jemandem helfen, auf der Strecke besser und schneller zu werden. Aber er soll es ja auch auf andere Strecken transferieren können. Ja, dann hast du das, was ich manchmal in der Blackline mache, in Winterberg, das ist ein technischer Trail im Bikepark. Da ist es auch viel mit Motivation. Also da hast du Teilnehmer, du weißt, die können das fahren, die sind da schon mal runter, haben gesagt, oh, ich bin da runtergeeiert und ich fühle mich da unsicher. Dann weißt du, auf die Strecke lässt du eh nur Leute, die das eh fahren können. Das sind keine Experimente, dafür ist sie zu steil, zu hohe Kanten drin. Dann musst du den Leuten Linien zeigen, kannst da Variationen, fragst sie wieder, welche Linie bist du beim letzten Mal da gefahren und so weiter. Ja, und dann ist es viel, hey, ich weiß, du kannst das fahren, schau mal die Linie, ich fahr's dir vor, probier's mal. Methoden wie, du fährst vor, ziehst die Person drüber, du kannst per Videoanalyse, du kannst auch hinter der Person fahren und dann nochmal sagen, und jetzt rechts, rechts, falls sie die sich mehr erinnert hat, die Linie, dass die Person dann auch weiß, okay, jetzt hier rechts, um die perfekte Linie zu treffen. Ja, ein großes Thema, wenn du im Racing-Bereich bist oder auf langen Touren und du hast ein Camp, wo du die Leute länger hast für mehrere Tage. Ja, wozu dann, warum nicht auch die GoPro nehmen? Das ist zum Beispiel bei Downhill-Racern eine ganz existenzielle Sache für die Linienwahl, für das Training der Linien, dass sie das, um sich das alles zu merken bei einem 5-Minuten-Run, Rennlauf, ja, dass sie sich das abfilmen und dann abends
ist ja leider nicht zeitnah, aber ist trotzdem auch gut, abends immer wieder auch durchgehen und sagen, ah genau, da war die Linie. Bei denen verändert sich die Strecke während der Trainingsläufe und Quali und so auch. Da muss man wieder flexibel sein, aber du wirst auf deinen Trails mit deinen Teilnehmern da wahrscheinlich stabile Verhältnisse haben. Aber nutzt die technischen Möglichkeiten. Linienwahl kannst du auch anbieten als Einzeltraining. Mach aber nur das, was du selber abdecken kannst. Das sind so meine Erfahrungswerte dazu. Und ich denke mal, du wirst damit viel experimentieren können. Hast vielleicht noch neue Ideen. Und ich konnte jetzt auch nicht alles reinpacken. Aber da gibt es viele Möglichkeiten.